Anastasia war 15 Jahre alt und verstarb am 6. März diesen Jahres an den Folgen von Leukämie. Als 1986 das Atomkraftwerk Tschernobyl in die Luft flog, war sie noch lange nicht geboren. Dennoch leiden tausende andere Kinder in der Ukraine, so wie Anastasia, an den Spätfolgen der Katastrophe. Bei uns jetzt befindet ca. 20 Kinder mit verschiedenen besagte Blutkrankheit, das ist Leukämie und Lymphom. Die Situation jetzt bei uns in der Ukraine ist schwer wegen politischer, wegen Krieg, erste. Und zweite, dass wegen der sehr niedrigen Lebensniveau in unserem Land. Als ich das erste Mal vor ungefähr 12 Jahren hierher kam, hat man mir gesagt, das ist das Bermuda-Dreieck der Ukraine. Hier verschwinden die meisten Menschen, hier ist die Sterblichkeit am größten und hier ist der schlimmste anzunehmende Fall von Kindheit. Hier kamen also auf 1000 Kinder über 1000 Erkrankungen. Das heißt, jedes Kind hatte mehr als eine Erkrankung. Verschärft wird die Lage der Kinder gerade jetzt, wo in der Ukraine seit 2 Jahren Bürgerkrieg herrscht. Pro Kind stehen den Ärzten 37 Cent am Tag zur Verfügung für Behandlung und Medikamente. Weil die alle Preise sind sehr hoch und die Arbeitslohn bleibt gleich wie war vor 2, 3 Jahren und die Preise für die Arzneien um 3, 4, 5 Mal teurer als war vor 2, 3 Jahren. Es mangelt am Notwendigsten. Die Region in Tschernobyl war zu Sowjetzeiten ein Schwerindustriegebiet und Umweltmaßnahmen gab es damals keine. Dadurch sind weite Landstriche schwer verseucht. Selbst das Wasser ist in der Region hochbelastet und führt zu weiteren Erkrankungen, vor allem bei Kindern. Es hat sehr hohen Anteil an Chemikalien, an Kolibakterien, an Sulfaten. Die Rohre, durch die das Wasser fließt, sind uralt, sind schon zig Jahre alt, sind völlig verrostet. Die Partikel in dem Wasser sind außerordentlich hoch. Es gibt einen Messwert für die Anteile der Schwemmstoffe im Wasser, das ist der TDS-Wert. Der ist bei uns in der EU bei 150 als maximaler Wert angesetzt. Hier in der Ukraine gilt die Norm 500, weil einfach im ganzen Land kein anderes Wasser anzutreffen ist. Mit Hilfe aus Österreich werden Wasserfilter eingebaut, um zumindest in Internaten und Krankenhäusern sauberes Wasser zu gewährleisten. Hier können Sie Ihre Sorgen für kurze Zeit vergessen und unbeschwert Kind sein. Damit erkrankte, aber auch gefährdete Kinder dieser Umgebung zumindest für kurze Zeit entkommen und um ein wenig Freude in ihr tristes Leben zu bringen, organisiert Global 2000 Ferien in Österreich. Гуляли з ліхтариками по лісу, відпочивали з ними, грали. Мені найбільше сподобалося в школі тут бути, бо тут гарно дуже. Мені сподобалося зоопарк. Ми їздили в ресторан, їли піцу, їли суп. Коли ми ходили до пана мера, ми сиділи на місцях депутатів. Früher überlebten im Durchschnitt 5% der krebskranken Kinder. Dank der Spenden der Österreicherinnen und Österreicher besiegen inzwischen sogar 75% den Krebs und haben somit die Chance auf ein sorgenfreies Leben.